Tritt ins Licht, mein Koloss! Hört, hört, meine geschätzten Untertanen! Ich heiße euch ganz herzlich willkommen zu den alljährlichen Ritterspielen! Im heutigen Duell stehen sich gegenüber Ritter Alex und Sir Gareth! Vielen Dank, Majestät. Ich werde die Ehre von Ritterland verteidigen. Ja, danke, Vater. Ich werde dich nicht enttäuschen. Als unseren Ehrengast begrüße ich heute Agent Jean aus Technopolis. Vielen Dank für die warmen Worte, Majestät. Und viel Glück den beiden Duellanten. Ich freue mich sehr, heute hier sein zu dürfen. Schön, dich zu sehen, Kumpel. Schade, dass Twinkle und Ruby nicht da sein können. Aber immerhin hast du es geschafft. Duellanten, macht euch bereit. Ich wünsche mir einen fairen Wettkampf. Mögen die Spiele beginnen. Mach dich bereit, Sir Gareth. Für Ritterland. Wow. Kein schlechter Angriff, Sir Gareth, aber ich habe deinen Plan rechtzeitig durchschaut. Ja, gut geritten, Alex. Du bist ein wahrer Prinz. Mal sehen, wie du mit dem nächsten Angriff zurechtkommst. Was? Was war denn das? Wir werden beschossen, wir werden angegriffen. Na warte, dich hole ich mir. Oh, verdammt, ich habe den König verfehlt. Jetzt haben wir ein Problem. Ah, ich habe eine Idee. Lauf du los und besorg wenigstens noch die goldene Teekanne, damit der schwarze Baron nicht böse auf uns ist. Ja, ja, immer ich, ja. Na gut, okay. Mann, immer ich. Wo ist denn diese blöde Lampe? Ah, da oben. Ah, perfekt. Hey, was machst du da? Ich gar nichts. Ich will eigentlich nur, nix. Von wegen, du willst ja wohl die goldene Teekanne unter den Nagel reißen. Vergiss es. Oh, komm her. Ja, zack. Oh, du spinnst wohl. Oh, oh, das tut weh. Aua, aua. Die Teekanne habe ich jetzt zwar nicht, aber ich glaube, der schwarze Baron wird mit dir auch was anfangen können. Hey, lass mich. Los, du. Lass mich. Du Halunke, na warte. Wir sind schon da, Majestät. Den schnappen wir uns. Damit habe ich nicht gerechnet. Schnell weg. Wir reiten hinterher, Majestät. Keine Sorge, den schnappen wir uns. So, Freundchen, da wären wir. Das hier ist das Schloss vom ehrenhaften schwarzen Baron. Also benimm dich. Ich habe dich losgeschickt, um den König zu erledigen. Und du kommst wieder mit einem Mitglied der Super 4. Was soll das? Tut mir leid, Herr Baron, Sir. Aber Günther hat den König verfehlt und naja, dann wollte ich immerhin noch die goldene Teekanne klauen, aber der hat sich dazwischen geworfen. Na gut. Immerhin haben wir jetzt eine Geisel. Ritter Alex wird mit Sicherheit bald hier aufschlagen. Damit werdet ihr nie durchkommen, ihr Schurken. Alex wird mich schon retten kommen. Ruhe da hinten auf den billigen Plätzen. Du, bring ihn in den Kerker. Ah ja, das hier muss also das Schloss vom schwarzen Baron sein. Er ist also für den Anschlag verantwortlich. Hey, schwarzer Baron, zeig dich, du Feigling. Ich klage dich hiermit wegen Hochverrats an. Was? Anschlag auf den König? Ich dachte, ihr seid wegen eurem Kumpel Jean hier. Was? Er hat Jean? Oh Gott, wir müssen ihn sofort retten. Wache, Armbrust spannen. Ziel auf Alex Kumpel. Alles klar, Herr Baron, Sir. Geladen und in Sicherheit, bereit zum Abschuss. Feuer frei! Oh nein, Sir Gareth! Ich werde dich rächen! Schwarzer Baron, du elender Feigling, na warte! Schwarzer Koloss, tritt ins Licht! Oh Gott, was ist das denn für ein riesiges Ungeheuer? Aber ich fürchte mich nicht. Für meinen Freund Jean trete ich den Kampf an. Attacke! Komm her, du Wurm. Ich habe keine Angst vor dir. Her, her, ja. Oh, ja. Oh, komm her. Für meinen Freund Jean. Oh ja, komm. Wow. Oh.
Keine Sorge, ich rette dich! Du hast keine Chance, kleiner Mann. Du bist einfach zu klein und schmächtig. Ja, vielleicht, aber dafür fällst du schwerer. Alex, du hast mich gerettet. Danke, mein Freund. Ach, gerne, Gene. Wir halten noch zusammen, hm? Wir sind immerhin die Super 4. Okay, aber könntest du mir vielleicht noch die Fesseln abmachen? Na klar, Kleinigkeit. Danke, mein Freund. Schon viel besser so. Kein Problem, Gene. Komm, lass uns nach Hause gehen. Oh ja, unbedingt. Aber lass uns bequem reisen. Ich habe uns eben das Techno-Chameleon gerufen. Das bringt uns schnell und sicher zurück. Ah, da ist er schon. Ab nach Hause! Gene, du entkommst mir nicht! Klickt hier für mehr tolle Geschichten.